Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Superwahljahr 2024. OE24 TV berichtet von der Stichwahl in Salzburg. Die Wahl um den Bürgermeisterposten der Mozartstadt. Mit Live-Schaltungen zu unseren Reporterinnen. Allen Ergebnissen live. Reaktionen der Kandidaten, und Expertenanalysen im Studio. Mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Jetzt auf OE24 TV. Herzlich willkommen, einen schönen Sonntagabend hier live auf OE24 TV. Wir haben unsere Runde hier vergrößert im Studio mit Ihren Lieblingspolit-Insidern. Es ist bei jedem Wahltag traditionell das Highlight im Duell heute. Ich begrüße zu meiner Linken Peter Westenthaler. Hallo. Vielen Dank für den Besuch heute. Zu meiner Rechten Josef Czapp. Schön, Hallo. Dass Sie auch hier sind. Wir analysieren heute eine sehr spannende Salzburg-Wahl mit Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Ja, wie immer am Schluss das Beste, wie man sagen, am Schluss der Höhepunkt, Czapp gegen Westenthaler, das ist jetzt ja schon gute Tradition. Bis jetzt war es immer so, dass der Josef Czapp da verdroschen wurde und immer mit einer leicht säuerlichen Miene hier an diesen Gesprächen teilgenommen hat. Heute ist er mal ganz anders. Der grinst über das ganze Gesicht wie ein Hutschpferd und man weiß nicht, wer sich mehr freut, der Andreas Babler oder der Josef Czapp. Josef, heute mal ein wirklicher Sonnentag für dich. Naja, zuerst einmal müssen wir demütig sein an solchen Tagen, da nicht überschwänglich und keine Purzelbäume schlagen, sondern einfach nur die Feststellung treffen, dass, was ich eigentlich schon am Tag des ersten Wahlganges gesagt habe, der Kandidat der linken Mitte, der für alle Salzburgerinnen und Salzburger da sein will als Bürgermeister, der aber auch die meisten Erfahrungen hat, weil er halt schon sehr doch längere Zeit im Stadtrat Salzburgs für die Stadt viel gemacht hat und diese Professionalität erworben hat. Der hat gewonnen, das habe ich auch so vorausgesagt, dass das so sein wird. Der wahre Sieger ist Salzburg. Die Salzburgerinnen und Salzburger, die wollen einen Bürgermeister haben, der nach außen hin wirkt, der die Erfahrung hat, der genauso ist, wie er ist, ein sympathischer Mensch und Sozialdemokrat. Und ich glaube auch, das kommt jetzt ein Anschluss auch an diese lange Liste sozialdemokratischer Bürgermeister in Salzburg. Das wird weiter sein. Das zeigt übrigens auch, ob das jetzt in St. Johann ist oder ob das jetzt Neumarkt am Wallersee, wo auch der Landesparteivorsitzende der Salzburger SPÖ die Bürgermeisterwahl gewonnen hat. Jedenfalls es zeigt, und vor allem Hallein, zeigt, dass die Sozialdemokraten in den Ballungszentren, in den Städten eine Art, sage ich jetzt etwas, eine Art Wiedergeburt, eine politische, da in Gang setzen. Und ich hoffe, dass das über Salzburg hinausstrahlt. Ja, bevor mir jetzt gleich die Tränen kommen. Und hoffentlich, das war mein Ziel. Ja, genau. Und du jetzt da den Honig da im ganzen Studio verbreitest, werden wir den Peter Westenthaler einschätzen, ob der das auch als so fulminanten SPÖ-Wahlsieg sieht. Also, wir haben heute, und da muss man die Kirche gerade am Palmsonntag im Dorf lassen, sind Dorfwahlen und eine Stadtwahl. Naja. Im Wesentlichen sind es Kommunalwahlen. Ja, hier werden Persönlichkeiten gewählt, es gibt Kommunalwahlen, es gibt Landeswahlen, es gibt Bundeswahlen. Nirgendwo, wie bei Kommunalwahlen, werden in erster Linie kommunale Größen gewählt, auch viele Partei- und Landeslisten. Und so muss man das heute auch sehen. Ich gratuliere natürlich als Demokrat wirklich allen Gewinnern und man kann hier heute auch aus dem Brust und der Überzeugung und einer Reminiszenz an die kommunistische Partei sagen, Gospodin, Tovarisch, danke, kann Hammer und Sichel wieder einpacken. Gott sei Dank, sage ich dazu, bekreuze ich mir bei einem Sonntag und bin froh, dass dieser Kelch an den Salzburgerinnen und Salzburger vorübergegangen ist und sehr viele, wie ich das übrigens beim letzten Mal schon prognostiziert habe, sehr viele, die beim letzten Mal die KPÖ unterstützt haben, gesagt haben, Gottes Willen, ja, jetzt haben wir es einmal unterstützt, das Protest, aber Gottes Willen, nur nicht Graz werden, nur nicht einen kommunistischen Bürgermeister und das ist das heutige Ergebnis. Ich darf aber das als Analyst auch ein bisschen relationieren, auch den sogenannten Triumph der SPÖ. Dieses Wahlergebnis, das macht so spannend, nämlich getrennt in Partei- und Listenergebnis, weil die Parteien sind ja das letzte Mal gewählt worden bei der Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg, haben ein paar lustige Ergebnisse gebracht. Zum Beispiel, dass derjenige jetzt Bürgermeister geworden ist, der für seine Partei, nämlich für die SPÖ, vor zwei Wochen das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Sozialdemokraten in Salzburg mit 25% eingefahren hat. Sollte man nur mal dazu sagen, bei allen Rausch der Sozialdemokratie und wenn jetzt den Babler sich wieder das
eigentlich grauslich versucht einzuvernehmen, dieses Ergebnis, das sei wolsig ist. Das ist, der Auinger hat das in erster Linie gewonnen. Und wenn ich mir jetzt das wirkliche Wahlergebnis anschaue, das ja nicht berichtet wird, nämlich das schon am letzten Sonntag, das muss man auf der Zunge sagen lassen, am letzten Sonntag sind zwei in die Stichwahl gekommen. Der eine hat 15% aller Wahlberechtigten gehabt, nämlich der Herr Auinger. Und der zweitplatzierte Dankl 14% aller Wahlberechtigten. Das ist die Wahrheit. Und die heutige Wahl mit du einer aller Wahlberechtigten in Salzburg. Und wenn ich das heute hernehme mit einer Wahlbeteiligung, die ja nur um 10% schlechter war wie beim letzten Mal, wie beim letzten Sonntag vor zwei Wochen, dann ist heute ein Bürgermeister gewählt worden, mit gerade einmal 30%, also nicht einmal ein Drittel aller Salzburger Wahlberechtigten. Das ist die wahre Rechnung dieser Wahl. Das hat es auch noch nie gegeben übrigens, einzigartig bisher in Österreich, dass du einen Bürgermeister hast, der in Wahrheit nur 30% der Wahlberechtigten bekommt. Das muss man schon ein bisschen in die Relation bei allen Freudengeschrei der Sozialdemokraten. Und die glauben jetzt schon nur, weil Salzburger Kommunalwahl ein bisschen gewonnen haben, jetzt gewinnen sie auch die EU-Wahl und die Nationalratswahl. Der Babler kriegt sie gar nicht mehr ein, der uns heute bei der Pressestunde gesagt hat, was er gesagt hat, am Palmsonntag sagt er, es ist das Gegenteil des Messias. Jeder halbwegs des christlichen Glaubens beheimatete kann sich ungefähr vorstellen, was das Gegenteil des Herrn Messias ist. Das ist nämlich der da unten. Ne? Wollen wir das Ganze mal einordnen? Ja. Fangen wir mal mit der KPÖ und dem Herrn Dankl an. Ja. Es hat ja viele gegeben, der Thomas Gläuber bis zuletzt, die gemeint haben, der Dankl wird das gewinnen. Ja, ja. Ihr zwei und auch ich, muss man fairerweise sagen, haben das vorhergesagt. Ja. Du hast insbesondere gesagt, da wird es viele geben, die werden kalte Füße kriegen, die werden abhauen. Genauso war es. Der Dankl dürfte ungefähr, wenn ich das so richtig einschätze, das Ergebnis, es kommen jetzt ja die Briefwahlstimmen dazu, aber er dürfte ungefähr 20% seiner Wähler vom letzten Mal verloren haben. Richtig. Die sind abgehaut. Ja. Entweder ins Nichtwählerreservoir, weil sie nicht mehr hingegangen sind, oder gleich zum Herrn Auinger, weil sie dachte, lieber einen rosaroten als einen knallroten. Das hast du ja vorausgesagt. Das heißt, Salzburg ist nicht reif für einen KPÖ-Bürgermeister. Gott sei Dank mit drei Stoßgebeten hinten nach. Man muss sich vorstellen, er hat natürlich Stimmen verloren unterm Strich, aber er hat ja auch welche dazu bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass er zum Beispiel die Grünen, die da auch nicht mehr teilgenommen haben, werden wahrscheinlich mehrheitlich den Herrn Dankl unterstützt haben. Das heißt ja unterm Strich, dass er tatsächlich real wahrscheinlich ein paar tausend Stimmen, 2.000, 3.000 Stimmen verloren haben. Nein, bis zu 5.000. Ja, oder bis zu 5.000. Das heißt, viele bürgerliche Wähler, die sich einen Spaß oder einen Jux wollte er sich machen, vor 14 Tagen gemacht haben, haben sie jetzt gedacht, naja, das war zwar recht lustig, aber es war haarscharf daneben und haben halt jetzt nicht mehr den Kommunisten gewählt. Gott sei Dank, Salzburg ist eine Festspielstadt, hat einen Ruf in der Welt, ist eine internationale Stadt, ist eine Wirtschaftsstadt und dass da kein Kommunist jetzt die Stadt führt, ist für Salzburg gut. Man kann den Salzburgern hier nur gratulieren, dass Salzburg nicht Graz wird, was in Graz im Moment abspielt, will Salzburg gar nicht wissen, unter einer kommunistischen Führung. Daher war das gut, aber auch der Erfolg des Herrn Auinger ein bisschen immer in der Relation sehen und da jetzt keine Freudengesänge anfangen, weil wenn du als Bürgermeister nicht einmal ein Drittel der Wähler hinter dir bringst, ist es auch schwach. Aber er bemüht sich schon die ganze Zeit, dass ich mir ein Taschentuch rausholen zum Weinen anfange. Ja, sollst du aber. Ich möchte aber über Wahlerfolge und über eine Kandidatur des Bernhard Auinger und dass er auch dann wirklich erfolgreich kandidiert hat und Bürgermeister von Salzburg geworden ist, habe ich doch keinen Grund, dass ich zum Weinen anfange. Das sollst du nicht. Man soll sich einfach freuen. Ja. Und ich habe auch, das ja, aber so ich muss sagen, ich habe auch auf die Frage, da werden Sie auch mit den Freiheitlichen zusammenarbeiten. Waren die nicht vorher mit der ÖVP in Salzburg überhaupt in der Stadtregierung? Die sind nicht in der Stadtregierung. Das würde ich ja damit sagen. Die sind nicht einmal mehr in der Stadtregierung. Die waren aber vorher, glaube ich, mit der ÖVP in der Stadtregierung und haben die Stadt regiert. Also er wird aber weiterhin als ein Kandidat, das er war und als Bürgermeister, das er jetzt ist, in der Mitte, in der linken Mitte sein und wird mit allen auch versuchen, die Probleme der Stadt zu lösen und hat Wien als Vorbild gesagt. Er hat gesagt, Wien mit seinem leistbaren Wohnen, mit dem, was sie seit Jahrzehnten aufgebaut haben, das ist ein Vorbild. Und das finde ich mal sehr positiv. Und jetzt bitte sollte man ein bisschen die Kirchen im Dorf lassen und auch Respekt vor dem Wahlergebnis des Dankl einmal da äußern. Ja, du, immerhin, der ist als einziger Gemeinde da drin gesessen, ja, hat einmal nach links und nach rechts. Ein-Mann-Team. Ein-Mann-Team und wird jetzt plötzlich Vizebürgermeister und explodiert von der Wählerzahl. Und das muss man schon auch sehen. Das heißt, man ist gut
beraten, die Punkte, weswegen alle gesagt haben, der Dankl soll zwar in die Stichwahl kommen, aber er soll nicht gleich Bürgermeister sein, aber was soll das, der kennt sich nicht aus. Der Eugener, der macht das schon seit Jahren. Also das, glaube ich, war ein Motiv, dass ein paar Tausend dann gesagt haben, in der Stichwahl ist er und jetzt wollen wir den Eugener. So, die wollen aber haben, dass hier soziale Politik betrieben wird, die wollen haben, dass leistbares Wohnen nach dem Vorbild Wien ist, die wollen einfach das haben. Und zugleich soll über Salzburg ein Aushängeschild auch in Zukunft sein, mit dem Festspielen, mit allem. Das war doch wirklich toll, wie der Bernhard Eugener da sich da noch auch eingebracht hat, wie er da interviewt worden ist für die Jungen und für die Älteren. Der ist ja fast schon wie ein Werbefaktor für die Salzburger Festspiele. Das ist auch ein Aushängeschild. Da werden viele auch gesagt haben, naja, also gut, Vizebürgermeister, sozialeres Leben, Wohnen, alle gemeinsam, alles bestens, Spitze, aber Bürgermeister nach außen darstellen, das muss der Eugener sein. Warum hat der Dankl so deutlich verloren? Das sind ja 30% Abstand. Ja, das ist ganz einfach. Der hat eine Einpunktbewegung gehabt, das war das Wohnen. Für das hat er irrsinnig viele Stimmen bekommen, weil das in Salzburg im Gegensatz zu Wien ein totales Problem ist, weil dort die müssen erst einmal Grundstücke noch kaufen, das müssen wir uns mal vorstellen. Ja? Da müssen sie erst einmal bauen, das wird alles noch eine gewisse Zeit dauern. Und dann werden manche gesagt haben, aber Bürgermeister ohne diese Erfahrung, die der Eugener hat, das wollen wir nicht. Die, die vorher dort an ÖVP, FPÖ und dieser, ich habe den Namen schon vergessen, von dem ÖVP-Bürgermeister, die sind abgewählt worden. Ja, die sind aber alle abgewählt worden. Aber es ist nicht nur ein Salzburger Phänomen. Peter, schau, wie freudig ich schaue. Ich finde St. Kenia, weil ich Salzburger sehr gut kenne, dort oft Skifahren. Weil, ob das jetzt St. Johann im Bonga ist, Neumarkt am Wallersee, du hast gesagt, man kennt das, wenn man dort schwimmt im Wallersee, das habe ich auch gemacht. Ja. Ist ein wunderschönes Land, Buch bei Hallein, da gibt es verschiedene, Hallein, also das ist doch einfach etwas, wo man sich jetzt einmal freuen soll. Und ich ehrlich gesagt, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ja, es könnte immer noch besser sein. Ja, dann fange ich zum Bahn an, wenn ich einmal 80% habe, du siehst das als großen SPÖ-Wahlerfolg heute am Sonntag. Stopp. Ich sehe das als einen Wahlerfolg von einer Mannschaft, von einer Landespartei und von einem Landesparteivorsitzenden, der vorgelebt hat, was linke Mitte ist. Mitte, ich betone das. Weil der nämlich sagt, ich werde mit allen Parteien dort zusammenarbeiten. Ausnahmslos mit allen Parteien. Gemeinsame Projekte machen. Ich habe es bisher schon gemacht, ich werde es weitermachen. Und ich bin der Bürgermeister für alle Salzburger und Salzburgerinnen. Und das ist mal ganz wichtig zu betonen, denn das ist das, was ich schon seit Monaten oder Jahren sage, das Erfolgsrezept auch für die Sozialdemokratie, dass sie genau in die gesellschaftliche Mitte hineinkommt, dass sie genau also hier für eine Gesellschaft eintritt des Zusammenlebens, aber zugleich auch der Gerechtigkeit, aber zugleich auch, und jetzt könnte man noch stundenlang weiter diskutieren, weil da kommen natürlich jetzt viele Themen dazu, die noch nach wie vor ein bisschen umstritten sind bei mir in der SPÖ. Ja, das reden wir da. Da werden wir noch stundenlang diskutieren, aber jetzt kommt erst der Peter dran, bitte. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, nach der Euphorie, dass vielleicht im Vergleich zum letzten Sonntag einige Kommunisten doch wieder die SPÖ gewählt haben, weil der Babler überholt ja mittlerweile die KPÖ links. Also das muss man ja sagen. Der war jetzt in Berlin und hat dort eine Reverstaatlichung der österreichischen Wirtschaft verlangt. Das muss ich alles einmal auf der Zunge zergehen lassen. Planwirtschaft pur. Planwirtschaft pur. Dass er nebenbei noch aus Berlin Österreich beschimpft hat, ist wieder ein anderes Kapitel. Das macht man einfach nicht. Das Nest beschmutzen, das eigene. Und im Ausland politische Mitbewerber als 100% rechtsextrem abgestempelt hat, das ist kein guter Stil. Vielleicht hat es den ein paar Kommunisten gefallen und die haben dann doch die SPÖ gewählt, mag auch sein. Aber insgesamt bleibe ich dabei. Es ist ein kommunales Phänomen, es ist ein kommunales Ergebnis. Natürlich hat der Herr Eugener zu Recht in ein demokratisches Wahlergebnis heute eingefahren. Aber bleiben wir trotzdem bei der Realität. Die Sozialdemokratie hatte in Salzburg unter dem von mir äußerst geschätzten Bürgermeister Schaden, 43% Zustimmung. Und sogar ein paar Jahre später, wo es schon in die Krise gegangen ist, noch immer 33% oder 34% Zustimmung. Heute ist die Sozialdemokratie in Salzburg am Boden mit 25%, das muss man sich mal vorstellen. Natürlich feiern sie heute, weil sie sagen können, wow, da ist jetzt einer gewählt worden in einer Stichwahl mit 63%. Ich bleibe aber dabei, die Partei liegt am Boden und das ist ja die Wahrheit. Eugener mag jetzt heute gewonnen haben. Noch einmal, umgerechnet auf die Wahlteilnehmer, auf die Wahlbeteiligten, die alle das Recht hätten, wählen zu gehen, sind es aber nur 30%. Und da muss er sich überlegen, ob er da nicht ein Minderheitenprogramm im Prinzip vertritt. Und deswegen auch, das war klug, seine Ansage mit allen zusammenzuarbeiten. Das ist ja okay, finde ich auch gut. Was soll ein Bürgermeister denn sonst machen? Die Partei liegt am Boden. Nein, das stimmt nicht. Ja, 25%.
Also Partei liegt nicht am Boden. Die Partei hat gerade eine, wie soll ich sagen, eine Wiederauferstehung. Es passt jetzt gut zu Ostern. Wiederauferstehung? Ja, eine Wiederauferstehung. Zu Ostern. Mit 25%. Zu Ostern passt es wunderbar. Du reklamierst Ostern für die SPÖ. Schau, du hast generell eine Tendenz, wo die Menschen oft bei verschiedenen Wahlen weniger zur Wahl gehen. Du hast eine Tendenz der Aufsplitterung. Jetzt diskutieren wir schon mal das nächste Mal im Nationalrat, 7 Parteien haben werden oder 8 oder 6. Und du hast jetzt momentan in Salzburg etwas, das sehr erfreulich ist, nämlich in dem Ballungszentrum, wo normalerweise immer die größten Probleme sind, wobei ich nicht geringschätzen will, welche Probleme die Bauern, die Landwirtschaft in den Dörfern und so weiter auch vorhanden sind, aber in den Ballungszentren, und da haben die jetzt bis auf, glaube ich, Tamsweg alle Bezirkshauptstädte sozialdemokratische Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, möchte ich gleich hinzufügen, auch Frauen, Evelyn. Ja, das ist etwas, wo man sagen muss, das ist einmal eine positive Entwicklung. Und von dem aus kann das auch beispielhaft für andere Kommunalwahlen sein und kann über die Salzburger Grenzen hinauswirken. Also ich verstehe den Peter schon, der sagt, das ist ja nur ein Salzburger Ereignis und aus. Ja, es ist ein Salzburger Ereignis, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen modellhaft, ein bisschen auch symbolisch. Und ich glaube, dass man daraus lernen kann, dass linke Mitte ein Konzept ist, mit dem man gewinnen kann. Bevor du uns dann gleich erklären wirst, wie unglaublich der Rückenwind für die SPÖ jetzt vor der EU-Wahl ist. Du spürst schon ein bisschen. Ja, du spürst schon. Das merke ich. Du bist richtig ins Studio hineingetrieben. Erklär uns lieber was anderes. Ja, gerne. Du hast jetzt ja zum dritten Mal betont, dass das in Salzburg linke Mitte ist. Und man muss eigentlich sagen, den Herrn Auinger und den Herrn Babler trennen ja Welten. Ja. Welten. In ihrer politischen Anlage. Der eine ist ein Mittepolitiker, der eher in Richtung Wirtschaft geht und sogar die Salzburger Festspiele hochjubelt, was dem Herrn Babler ja nie einfallen würde. Der andere, der Babler, ist ein Linksaußen, der die SPÖ nach links fahren will. Der Herr Auinger hat dem Herrn Babler ja dort ein Auftrittsverbot erteilt und hat den Herrn Fischer als Wahlunterstützung zu seinem Wahlkampf genommen, weil das so ein kluges Kerlchen ist. Sag was dazu. Der Herr Babler ist dort ja gar nicht erwünscht. Der darf zwar zur Siegesfeier kommen, im Wahlkampf hat er ein Redeverbot. Also pass auf. Es ist im Prinzip ganz einfach. Du hast ein Konzept der linken Mitte, wo du halt, wer freut sich jetzt bei dem Wahlergebnis? Das wird sein, die Tourismuswirtschaft, die Kultur, es werden sein die Geschäfte, die Unternehmer. Die ÖVP. Die ÖVP gefällt es jetzt gar nicht. Weil wenn eine Partei am Boden liegt, dann ist es die ÖVP. Da musst du einmal die Medienberichte anschauen, wo der Haslauer da fängt schon an, die Sonne zu unterzugehen, die Haslauer-Sonne. Ja? Also da ist schon ein Ablaufdatum überall. Also wenn eine Partei am Boden liegt, dann ist es die ÖVP. Wenn eine Partei noch Luft nach oben hat, ist es die SPÖ. Das ist ja unbestritten. Du wirst keinen finden, der sagt, und jetzt hat alle Probleme gelöst. Ich habe eine andere Frage gestellt. Ja. Ich habe gefragt, ob den Herrn Auinger Welten vom Herrn Babler trennen. Ich kenne die beiden in der unmittelbaren Diskussion, wo sie ihre Welten ausdiskutieren, nicht. Aber ich habe die Vermutung, dass es doch, wie soll ich sagen, eine gewisse Unterschiedlichkeit gibt. Die müsste man noch herausarbeiten. Gewisse Unterschiedlichkeit. Peter, arbeitet uns die Unterschiedlichkeit. Der Unterschied ist, liegt ja auf der Hand. Auinger vertritt das, was möglicherweise Josef Tschapp meint. Babler vertritt es nicht. Er kann es nicht sagen, ich kann das sagen. Logisch. Und zwar, wenn eine Salzburger SPÖ im ganzen Wahlkampf den Herrn Babler Auftrittsverbot erteilt und das durchzieht, dann weißt du ja eh schon, was geschlagen hat. Also wenn die den nicht einmal einreisen lassen ins Bundesland Salzburg, weil sie Angst haben, dass ihnen die Wähler vertreibt, ist im Moment der bestgeeignetste Wählerschreck, den es gibt, ist Babler mit seiner 10% Zustimmung zur Kanzlerwahl in den Umfragen. Das heißt, den will im Moment niemand und deswegen haben sie es auch nicht einlassen. Und deswegen ist es auch kein guter politischer Stil und auch kein guter Charakter, tut jetzt hinzufahren und dieses Wahlergebnis für sich zu vereinnahmen. Und das probiert der Babler im Moment. Wenn man so will, die Salzburger müssen jetzt einen Schock gehabt haben, die uns heute zugeschaut haben. Die haben den Auinger gewählt und kriegen den Babler. Das ist eigentlich furchtbar, nicht? Für die vielen Salzburger, weil die wollen ja den Babler auch nicht. Und daher macht man das auch nicht. Er hätte ruhig hinfahren können, mit ihnen feiern. Es gibt eh das ganze Jahr nichts mehr für ihn zum Feiern. Das ist eh das letzte Mal. Aber dann soll er wenigstens auch den Wahlerfolg dort lassen, wo er ist, soll dem Auinger gratulieren.
Seine Politik hat sich durch, aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das war eine Gemeinschaftsleistung und ich habe da mitgeholfen, das Gegenteil von Messias, hat uns heute gesagt in der Pressestunde, dass der auch nur eine einzige Wählerstimme in Salzburg umdreht hat, der Herr Babler, das glaubt doch kein Mensch. Und das ist kein guter politischer Stil, das zahlt jetzt schon wieder ein für die nächsten Wahlen, weil die Leute sagen, schaut her, egal wie die Wahl ausgeht, der macht eine Uminterpretation unseres Wählerwillens. Und der Wählerwille zumindest von heute war mehrheitlich der Auinger und nicht der Babler. Und das ja, der Babler hat aber bei seiner Stellungnahme gesagt, dass er sehr wohl, weil er durch ganz Österreich gefahren ist, auch durch Salzburger Ortschaften, Dörfer, Städte gefahren ist, also er war schon in der Presse. Das hat ihm noch keiner gesehen. Nein. Ja, du willst ihm nicht sehen, was du nicht machst. Aber es, ich sag dir, er war nicht dort, er behauptet heute, er war nicht. Ruf ihn Auinger an, frage. Nein, wir zwei wissen doch, es ist ein Erfolg des Auinger und das Salzburger Sozialdemokraten, das ist doch unbestritten. Nicht sagt nur, der war ja als Mann der Mitte unglaublich clever und hat sich den Heinz Fischer eingeladen. Ja. Es gibt natürlich keinen SPÖ-Politiker, der mehr in der Mitte angesiedelt ist, als dieser 80% Bundespräsident. Du nimmst mir die Wörter aus dem Mund. Ich wollte das gerade sagen, weil der Heinz Fischer sagt, die SPÖ war noch nie und wird nicht eine Linkspartei in dem sein. Da hat er so ein Interview sogar gegeben dazu. Ja. Nicht links. Ich sage, ach, linke Mitte. Ja, du brauchst Mitte, vielleicht sogar manchmal einen kurzen Ausflug in die rechte Mitte und gleich schnell wieder zurück. Ja. Aber das, aber das musst du sozusagen dabei berücksichtigen. So unglaubliche Wendigkeit, und was das, du da heute und das ist. Er freut sich halt. Ich freue mich. So fröhlich war er noch nie, der Josef. Wenn er sich über Kommunalwahlen so freuen kann, ich finde das so freuen. St. Johann, was war noch allein? Du hast das da aufgeschrieben, die Ortschaften, die du vorher noch nie kennt hast. Die hast du leer am Zettel. Neumarkt ist er geschwommen. In Neumarkt am Großvenester, oder wie heißt das? Bernhard Auinger, der jetzt Bürgermeister in Salzburg wird, sagt, und das große Vorbild ist Wien. Und das ist es wirklich. Egal, wo du hinfährst, alle fahren nach Wien und sagen, da ist der Wohnbau. Seit Jahren und Jahrzehnten. Zwei Drittel wohnen im geförderten Wohnbau. Hier ist das Wohnen leistbar. Bei aller Kritik, du wirst jetzt wieder anfangen zu kritisieren, das weiß ich. Aber bei aller Kritik, auch ich habe Kritik, aber verglichen mit dem, was sich in Salzburg angespielt hat, ja, und das wenn einmal jemand so weit ist, dass das Wohnen, und das war in erster Linie ist es ums Wohnen gegangen, deswegen ist er auch nicht Bürgermeister geworden, der Dankl. Ja. Aber wenn man schon so weit ist, dass man sagt, das ist schon so ein Jammer, das Wohnen, schon so teuer, ja, es wird nichts, es geschichtigst, denen ist das wurscht. Der Haslauer, ja, schmähtandelt da in den Medien in der Gegend um wie leibend das eh alles ist. Ja, für ihn vielleicht, aber auch bald nimmer mehr. Ja. Der hat ein Ablaufdatum, das ist gewaltig. Aber dass die das dann einmal einer sagt, das wäre sogar kommunistisch. Ja, du musst dir mal vorstellen, wie viel Schatten der drüber springt, wie das, was das für ein Jammer sein muss dort, das für manche Gruppen dort, nicht für alle. Ja, du musst die mit der Eigentumswohnung aber besser wenn ich dich jetzt richtig verstehe, lieber Josef, dann ist richtig. Das Salzburger Votum ein Votum für eine andere SPÖ, als sie der Herr Babler derzeit will. Nämlich für die Heinz Fischer, Josef Czap, Franitzky-SPÖ, der linken Mitte, könnte man sagen, und nicht für eine Linksaußen-SPÖ. Ich glaube, der Babler will das auch, was der Heinz Fischer, echt? Was ich will. Ja. Ganz was Neues. Ja, ich sage dir das. Ich spüre es. Du spürst? Ja, ich spüre es. Bitte, Peter. Da hast du jetzt aber einen weiten Punkt genommen. Zwei Punkte. Punkt eins, weil du da das dritte Mal jetzt schon Wien als Beispiel nimmst. Na, jetzt bin ich wieder ernst. Nicht wieder Reimannplatz. Nein, jetzt bin ich wieder ernst. Okay. Na, schon Reimannplatz. Na, schon Wien. Wien-Sicherheitsfrage. Ja? Jetzt bin ich wieder ernst. Ja? In Wien stehen heute, am Palmsonntag, vor dem Wiener Stephansdom, vor unserem Wahrzeichen, schwerst bewaffnete, mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten. Und sie stehen dort nicht zum Spaß, sondern sie müssen dort stehen, weil auch unser Wien, unser Land von Migrantenkriminellen bedroht ist, sind, die schon im Land sind und die, wenn man nicht dreimal hinschaut und 15 Mal überwacht, möglicherweise sich auch den Stephansdom vorknöpfen für einen Anschlag oder was auch immer. Das, was alles in Favoriten in den letzten Wochen passiert ist, so schnell kann es gar nicht schauen, ist das auch in der Innenstadt.
Und das ist kein Vorbild. Und das ist eine Stadt unter sozialdemokratischer Führung, wo es Migranten zuhauf gibt, die kriminell werden, nicht alle, aber viele, aus Afghanistan, aus Syrien, aus Tschetschenien und die hier vergewaltigen, Messerstechen, Schlägereien und Leute umbringen. Das ist kein Vorbild und schon gar nicht für Salzburg. Und da wird sich der Herr Auinger hüten, Wien da als Vorbild zu sehen. Das muss einmal gesagt werden. Und jetzt zweitens zum Unterschied zwischen deinen, ich sitze mit dir seit 6 Jahren jeden Mittwoch und Donnerstag auch schon bald, zusammen. Also ich habe mir den Babler heute auch gehört in der Pressestunde. Asylobergrenzen? Nein, da kommt er gar nicht in Frage. Null. Der will weiter Leute ins Land einholen, hat er heute gesagt. Keine Asylobergrenzen. Der will tatsächlich legale Fluchtrouten erklären, die sind am Parteitag beschlossen worden beim SPÖ-Parteitag. Heißt, er will den Zuwanderern, die jetzt in den Flüchtlingslagern in Nordafrika und in Libyen oder irgendwie, egal wo sitzen, der Türkei, auch noch erklären, wie sie nach Wien kommen. Und das ist eine Politik, die nicht in deinem Sinn ist und die wahrscheinlich auch sicherlich nicht eine Politik der linken Mitte ist, sondern eine Politik ganz links draußen. Und wenn uns dann nur aus dem Ausland erklärt, er will Unternehmen verstaatlichen, es ist ja furchtbar, ein Wahr, unglaublich, dann ist es, dann überholt er die KPÖ. Die Presse hat einen Leitartikel geschrieben, Oliver Pink, die SPÖ und der Babler überholt die KPÖ links. Das ist wieder ein spannendes Match um die 4% da draußen. Also Babler hat selbst gesagt, ich bin ein Marxist aus dem Brust und der Überzeugung. Er positioniert die Sozialdemokratie am äußerst linken Aber Rand. Heute ist er Wahlsieger. Nein, er ist kein Wahlsieger. Nein, der Auinger ist der Wahlsieger. Ich wehre mich dagegen, jemanden als Wahlsieger zu bezeichnen. Wir haben St. Johann. Ja, aber der hat ja der Babler überhaupt nichts dazu beigetragen. Gegen der wahrscheinlich hätten es noch besser angeschnitten, wenn der Babler und sein Babler nicht gab. Wäre die SPÖ vielleicht über 25% kommen. Ich mal kurz, ich meine, du hast jetzt den Stephansdom und die Bewachung dort angesprochen. Ich möchte wirklich auch bei dieser Gelegenheit meine Betroffenheit oder meine Anteilnahme äußern. Und ihr habt ja das eh gebracht in Filmen und Bildern zu dem Terroranschlag, der da in Moskau stattgefunden hat und wo der Islamische Staat jetzt verantwortlich ist für unfassbar viele Tote und Verletzte. Und ich glaube, das ist einer der Hauptfeinde der Demokratie von uns allen, der offenen Gesellschaft, der freien Welt, was hier der Terror alles anrichten kann. Und es hat auch die Gerüchte gegeben oder ein Tipp der Geheimdienste, dass die geplant hätten, auch auf den Stephans loszugehen. So, das hat aber jetzt mit dem nichts zu tun. Da kann er, das Innenministerium macht, was sie machen können. Und vielleicht können sie unserer Meinung nach eh noch mehr machen. Ja. Aber da ist einmal ganz ein wichtiger Punkt, der die Sicherheit betrifft. Und das betrifft nicht Wien allein und den Stephansdom. Das ist ein Phänomen, das wird es auch in Europa immer mehr ein Problem. Euro, und nicht nur Olympia, in Moskau. Berlin, genau, Paris, Olympia, ja. Alles. Und das ist ein Problem und das kann man, glaube ich, nicht jetzt einfach nur so... Ich bin auch für die Asylobergrenze, damit unterscheide ich mich. Aber ich habe heute wieder einen Artikel gefunden, Streitgespräch Babler Czab im Standard vor vielen, vielen Jahren. Da war ich noch in der Clubführung. Also er hat auch gern kritisiert, diejenigen, die Entscheidungsträger waren. Ja, ob das, und du kritisierst den zu links. Er sollte sich am Salzburger Wahlsieg ein Vorbild nehmen. Wenn ich das so sagen darf, ist Folgendes. Wenn er Bundeskanzler und Parteivorsitzende kritisiert hat, und der wäre auch kritisiert. Ja, das ist ja so. Und ich glaube, der magert es. Schau dir die Salzburg-Wahl an und dann wirst du sehen, du musst eine Politik der Mitte machen und nicht eine Politik von links außen. Das also, ist deine Kritik, richtig? Ich sage es anders. Von Salzburg lernen heißt Siegen lernen. Ja, das ist irgendwo der heutige Tag. Seid so nicht böse. Ich weiß, das ist ein bisschen ein historisch belasteter Spruch, aber es ist trotzdem. Nein, passt schon. Und das, glaube ich, ist ganz gut und das sollte man durchaus in dem Zusammenhang. Er hat das, mit dem ich nicht, selbst Karl Marx hat gesagt, ich bin kein Marxist. Ja, also es gibt in dem Sinn keine Marxisten vom geschlossenen Weltbild her. Das ist ein Wortspiel gewesen, aber ich hätte es nicht gesagt, ja, andere auch nicht. Aber das ist, glaube ich, schon längst kein Thema mehr. Aber jedenfalls in dem Zusammenhang, man muss aufpassen, man muss an den Grenzen aufpassen, man muss bei der Zuwanderung aufpassen, bei den fernen Religionen und Kulturen. Man muss auch, was die Geheimdienste betrifft, die Zusammenarbeit suchen. Österreich muss geschützt werden vor dem Terror, der möglicherweise jetzt weltweit überkommt. Du willst die Frage nicht beantworten, ob du Herrn Babler kritisierst, dass er zu weit links außen ist und dass Salzburg eine andere Position hat. Ja, der Herr Auinger nämlich die Position der Mitte. Nein, schau, du wirst immer ein bisschen zuspitzen, das ist einfach das Wesen. Muss ich ja. Nein, das ist ja deine Aufgabe. Ja. Also zum Beispiel ist zu sagen, ich mache keine Asylobergrenze, ist mir zu weit links, obwohl ich eigentlich gar nicht sage, das ist links, sondern es ist unvernünftig. Ja, es ist einfach unvernünftig, weil das einfach, schau, es gibt 27, gibt so viele Staaten in der Mitgliedsländer der Europäischen Union, man muss schauen, dass
fast an der Grenze Asylanträge gestellt werden, außerhalb der Europäischen Union. Die Meloni, der Nehammer, die waren jetzt in Ägypten mit der von der Leyen, um zu verhindern, dass da aus Nordafrika die Flüchtlinge wieder hineinsickern. Also noch einmal, in die Europäische macht der Babler Union zu weit links außen in, und ist die Politik des Auiger mit dem Heinz Fischer goldrichtig? Goldrichtig, das Letztere. Und bei einzelnen Punkten tue ich die Kritik üben, die der Babler früher auch an Entscheidungsträger geübt hat. Und sag uns jetzt ganz kurz, wird dieses Salzburger Wahlergebnis der SPÖ Rückenwind geben? Kann die eventuell bei der EU-Wahl noch Zweiter werden mit diesem Sieger-Image jetzt im Rücken oder schaut es eher schlecht aus? Ich glaube, dass aus zwei Gründen die SPÖ eine gute Chance jetzt zunehmend bekommt bei der Wahl für das, für das Europaparlament. Der andere Grund ist, wenn man sich kritischer mit der EU auseinandersetzt, ihr Scheitern bei der Asylpolitik, ihr Scheitern auch was die Kriegspolitik, die machen ja keine Initiative für Waffenruhe, nämlich nicht nur im Gazastreifen, da sind sie okay, das ist in Ordnung, aber wo ist die Initiative der Europäischen Union für eine Waffenruhe im Ukraine-Russland-Krieg, wo ist das? Das könnten sie zumindest einmal tun. Also das sind die Punkte und dann gibt es die Punkte, wo ich sage, wenn du in einer Bewegung, in einer Partei, egal in welcher Intensität man drinnen ist, aber das gibt natürlich ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Kraft, eine gewisse Anerkennung. Das kann schon sein, dass das dazu führt, dass die SPÖ damit einen stärkeren Rückenwind hat. Aber die Entscheidung... Das kann sein, aber das wird nicht. Das hängt mit den Themen zusammen, ja, die du hast, wenn du mit der Europäischen Union dich kritisch auseinandersetzt. Gut. Nein, nein, teilweise richtig, teilweise fällt vieles. So, der Peter Westenthaler hat das Schlusswort und fasst das jetzt zusammen. Wird es der SPÖ, musst du das auch als FPÖ-Fan kritisch anmerken, jetzt einen Rückenwind geben, ein sogenanntes Momentum, wie man so schön sagt, so wie es ja der Dankl für ein paar Tage hatte, oder ist es am Dienstag wieder verpufft? Und das Zweite natürlich, eine Kommunalwahl kann nie ein Momentum für eine Bundeswahl erzeugen, Freunde. Kennt ihr den Unterschied? Die Wähler machen das seit vielen Jahren, unterscheiden sie zwischen kommunaler Wahl, Landtagswahl, Bundeswahl. Daher ist es eigentlich ziemlich hilflos. Oder sagen wir so, ich muss schon so weit gesunken sein, dass ich eine Kommunalwahl jetzt als Rückenwind nehme, wo eigentlich eine Persönlichkeit gewählt worden ist, in dem Fall der Auinger, und nicht die Partei. Weil, noch einmal, die Partei erreichte in Salzburg das schlechteste Ergebnis in der Geschichte mit 25%. Die Persönlichkeit Auinger ist halt Bürgermeister geworden. 55% haben an der Wahl heute nicht mitgemacht. Das sind Zausblim, das darf man auch nicht vergessen. Also mehr als jeder Zweite. Und von den gesamten Wählern hat er mal 30% heute gekriegt. Also deine Zusammenfassung des heutigen Tages und die bundespolitischen Folgen. Kein Rückenwind, genauso wenig, jetzt mache ich einen Vorgriff, wie am, ich glaube, 12. April Innsbruck. Werden wir auch schauen, wie es da ausgeht. Wie der Rückenwind sein wird. Es sind kommunalpolitische Phänomene, kommunalpolitische Ereignisse, die man nicht uminterpretieren soll, weil damit baut man die nächste Wahlniederlage, weil sich die Wähler fragen, hä? Die gesehen haben, wo der Herr Babler auftreten ist in Salzburg. Selbst Sozialdemokraten oder selbst Wähler, die den Auinger gewählt haben, werden sie denken, was macht jetzt der Babler dort? Ich habe den Auinger nicht den Babler wenn gewählt. Wenn er nicht tut, ist er wohl ein bisschen. Aber dann soll er nicht das uminterpretieren. Ja. Er tut es ja um. Er könnte ihm gratulieren. Super, also soll er sagst, das war ganz sicher kein Babler. Nein, na, ganz sicher nicht. Ja. Wir haben auch die Umfragen seit einem Jahr. 10% liegt da der Babler in der Kanzlerfrage. Kann sein, dass er morgen etwas stärker zuliegt. Ja, bei 11, das kann eh sein. Mag sein. Er liegt bei uns immer besser. Dein Schlusswort? Nein, er kann natürlich nicht, ich verstehe, seine Lage ist ja nicht einfach. Er kann jetzt sagen, wow, das ist jetzt ein irrer Rückenwind für den Babler. Da kann ich da ja gleich den Mitgliedsformular der SPÖ überreichen. Ja oder nein? Nein, es gibt Selbstvertrauen und es gibt Kraft. Ja, und okay. In dem Sinn definiere ich es. Schau, ich sehe das nicht nur meteorologisch, so wie du das jetzt gerade gemacht hast, sondern es gibt ein gewisses Selbstvertrauen. Und ich finde, das ist sehr positiv. Und Salzburg war immer ein bisschen umstritten, auch in der Bundespartei. Ja. Die haben ja einen tollen Landesparteivorsitzenden, die haben jedenfalls jetzt tolle Bürgermeister. Der also, immer zum Tosco-Ziel tendiert. Nein, der war immer selbstständig. Nein, der war Tosco-Ziel nahe, das also. Wisst man ganz genau. So, das war's, meine Herren. Spannend mit euch, wie immer. Danke sehr, eine sehr spannende Schlussanalyse, einen spannenden Wahltags. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann schalten wir noch ganz kurz zu den Siegesfeiern der SPÖ und zur Dankesfeier der KPÖ, die sich dann um 20 Uhr bei uns ausführlich sehen werden. Kurze Werbepause, wir sind gleich wieder zurück.